Track. 3.600 Euro. Ein tolles Fahrrad. Ich hoffe, ich bin nicht ganz daneben vom Preis. Müsste aber ungefähr stimmen. Was ist Track? Track ist unsere neue Marke, die wir jetzt dieses Jahr aufgenommen haben. Da haben wir auch schon ein paar Videos dazu gedreht. Und jetzt die Powerfly-Serie, die HT-Serie, kommt so langsam bei uns rein. Ja, Hardtail bedeutet keine Federung hinten. Genau. Für den ambitionierten Streckenfahrer, Tourenfahrer und so weiter, aber vielleicht nicht unbedingt für den Downhillfahrer, der braucht auch eine Heckfederung. Genau, ja, du hast schon alles gesagt. Sehr schön. Du merkst, der Tag geht dem Ende zu. Du wolltest ja unbedingt noch dieses Video drehen. Da habe ich gesagt, wir machen es gerne, denn die Marke Track hat eine unglaublich starke Vergangenheit, muss man sagen. Also viele kennen Track. Tour de France, ne? Kennen halt viele, ist ein in Amerika Nummer 1 und die E-Bikes von denen werden halt in Deutschland gebaut, in einem Diamantwerk, was sie halt vor ein paar Jahren übernommen haben. Und genau, Track ist einfach eine Marke, die halt ja im oberen Segment mitspielt. So ist das ja. Preis jetzt, guck mal gerade, 3,6, sage ich gar nicht so richtig. Genau. Also Track Powerfly 4 heißt das Ganze. Rahmengröße hier? Das ist jetzt S und das S bei Track ist schon extrem tief. Das heißt, viele Damen freuen sich einfach, wenn sie auf dieses Track sitzen. Man setzt nicht auf. Also es ist wirklich ein kleines Fahrrad, muss man sagen, oder? Tiefgezogen, genau. Das ist auch das 2021er Modell. Das 2020er Modell sieht genauso aus, hat nur eine andere Farbe. Und die Farbe kommt bei den Leuten sehr, sehr gut an. Ist das eine Damenfarbe, dieses Stahlblau? Also in L hatten wir es auch gehabt, das hat auch ein Mann gekauft. Also steht jetzt nicht drauf, Women-Fahrrad, wenn man drauf steht. Also lila ist ja auch jetzt Unisex, ne? Mhm. Ja, du, ich wäre jetzt nicht zwingend meine Farbe, muss ich dazu sagen. Aber ich sag mal, ganz viele Leute haben das Problem, dass viele Fahrradhersteller unter S was anderes verstehen, als viele meinen. Und das hier ist wirklich ein S oder ein XS. Das ist wirklich ein S. Das Fahrrad gibt es auch in XS, hatten wir jetzt auch gehabt. Noch kleiner. Noch kleiner. Also es ist wirklich einwandfrei. Und das werden wir halt nächstes Jahr in dem Segment einfach bestellen, weil viele Frauen, die 1,50, 1,60 Meter sind, die finden einfach keine Hardtails. Ist aber auch toll für Kids, oder? Für Kids genau auch, weil die können dann immer eine Rahmengröße größer fahren, als sie normalerweise brauchen. Da haben die Eltern halt natürlich ja, mehr davon. Bosch CX, was du gerade filmst, genau, 85 Newtonmeter, vierte Generation, 635 Wattstunden Akku. Integriert, auch von der Seite entnehmbar, was wir von Track kennen. Und ja, Tektro-Bremsanlage, die hydraulischen, die sich halt seit Jahren bewährt haben. Der Johannes holt gerade einen Seitenschneider, dann zeigen wir mal, wie man den Akku hier rausnimmt. Das ist wirklich sehenswert, denn bei ganz vielen Akkus muss man unten drunter fummeln. Hier muss man es gar nicht machen. Das Emblem von Track finde ich auch sehr besonders, das sehen wir da drauf klatschen. Das haben ja bei anderen Herstellern nicht. Das wird einfach nur, zum Beispiel können wir es hier zeigen, bei Raymond oder so, bei Husqvarna ist einfach nur aufgemalt. Ne? Und Track klebt dann noch das Logo drauf, finde ich persönlich wie der Mercedes-Stern, den wir früher gab, schöner. Mhm. Gut, jetzt kaufe ich es. Wegen dem Emblem. So, aber Track hat ja viele Fans, muss man sagen. Also eine große Vergangenheit. Das heißt, also die Marke spielt ein bisschen mit. Ist denn da auch Track-Qualität drin? Ja, kann man das sagen? Also Rahmen und alles? Am Rahmen, Verarbeitung und. So, jetzt er fummelt mal gerade ein bisschen rum. So wird er ganz leicht entnommen. Genau. Auch da muss man sagen, ihr geht schon mal raus. Wir haben ja wirklich die wildesten Akkuentnahmeorgien hier schon gefilmt, ja, wo wir dann abbrechen mussten. Johannes hat die auch nicht richtig drauf gedrückt. Also genau, bitte noch einmal reinsetzen, dass wir noch einmal zeigen. Der Johannes war es schuld. So, du sitzt unten richtig drin. Ich sitze unten richtig drin. So. Aber da alles so genau ist, ich mach. Danke. Jetzt ist er dran. So, klack. Jetzt machen wir den Reiter raus. Jetzt draufdrücken. Fester. Draußen ist er. Da ist es. Ja, der Majid, der weiß einfach alles. Muss man dazu sagen. Warum sollte auch ein Techniker, der tagtäglich in der Werkstatt ist, da mehr wissen wie der Majid? Oder? Das frage ich mich auch immer. Das ist so. Ja, Thema Lieferbarkeit. Auch hier habt ihr leider bisher erst 2% bekommen von dem, was ihr bestellt habt. 2% was wir bestellt haben, ist sehr, sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Trotzdem wollen wir es zeigen. Denn jetzt kommen die langsam rein, die Trackräder, die wir bestellt haben. Es kamen immer mal wieder, die teuren Räder konnte Track sehr gut liefern. Die Project One, die wir auch gefilmt haben, die haben wir auch verkauft. Und die ganz normalen Hardtails oder so. Man muss auch sagen, wir haben halt Track auch ein bisschen später bestellt wie alle anderen Händler, weil das haben wir erst später aufgenommen und da war Track auch sehr nett, hat sich den Laden angeguckt und hat uns halt den exklusiven Vertrieb für Gießen gegeben, aber das war schon auch schon spät. Da hatten schon viele Händler bestellt gehabt und wir waren einfach hinten dran. Für nächstes Jahr haben wir halt sehr früh bestellt und nächstes Jahr sind wir bei Track sehr, sehr gut lieferbar.
So, Shimano Deore, ein guter Allrounder. Ein sehr guter Allrounder, so der Einstieg im professionellen Bereich, sagt man immer. Dann das nächstgrößere wäre, glaube ich, die Deore XT, aber es gibt noch was dazwischen, die SLT. Die SLX. SLX. Es gab mal die STX, die gibt es mittlerweile aber nicht mehr. Mittlerweile ist es die SLX, kann man sagen. Dann kommt die XT und dann die XTR. Also zusammenfassend, was für eine Gabel ist hier drin? Ist das Stahl? Eine Sandtour XCR 34 wahrscheinlich. Genau, Stahl. Stahlfederrahmen. XCM. XCM. Nicht XL, ja, genau. So, und Bereifung, das ist also auch, also eigentlich ein klassisches Hardtail, mit dem ich also, ich sag mal, ins leichte Gelände gehen kann, mit dem ich also auch mal Touren fahren kann, Gepäckträger geeignet, was hier da ist und mit einem Bosch Performance CX zu einem, klar, der Preis ist ein bisschen erhöht, ist aber auch der Marke geschuldet, muss man sagen. Oder die Qualität der Rahmen, also man hat hier einen Hardtail mit einem sehr hochwertigen Rahmen, ja. Haben wir ja gesehen, großer Akku, starker Motor. Und man bezahlt natürlich für den Namen Track mit, aber Track liefert auch Qualität. Also wenn die Räder hier bei uns ankommen, drehen wir vielleicht in unserem Hauptlager nächstes Mal, wenn man einfach die aus dem Karton rausnimmt, allein wie die verpackt sind und, das ist einfach was anderes. Okay, super. Auch hier 2 Jahre Gewährleistung, Garantie. Ein Jahr Gewährleistung, ein Jahr Garantie. Die Züge sind innenliegend. Das Ganze, ist das jetzt, wenn ich jetzt einen L-Rahmen bestelle, ist das wesentlich teurer? Nein, das kostet genauso viel. Kostet genauso klar. Also spielt XS bis, ist nicht lieferbar. Also musst du bis Oktober, ja, Oktober warten. Okay, trotzdem also nächstes Jahr werden wir hunderte von Track-Räder reinbekommen, weil wir einfach für nächstes Jahr sehr früh bestellt haben. Dieses Jahr waren wir unter 100 Stück, was wir bekommen haben. Das war einfach, ja, sehr wenig. Wir bekommen jetzt nächsten Monat noch 20, 30 Hardtails bei denen rein, aber ist auch jetzt nicht die Welt. Ne? Ja, schon. Ja, das Display ein Purion-Display. Ich muss auch sagen, Track hat jetzt manche Modelle, zum Beispiel das Downhill-Fahrrad, was wir jetzt bestellt haben, die werden erst Ende 2023 bzw. Anfang 2024 geliefert. Viele Räder bei Track sind bis 2024 einfach ausverkauft. Das ist unglaublich, kaum zu glauben, aber Track hat es geschafft. Ja, Switchbike Bornemann in Gießen, die Rufnummer bei euch? 0641 34393. Ja, ihr seid ein Ladengeschäft, aber wenn jemand unbedingt ein spezielles Fahrrad haben möchte, ihr versendet auch, aber ihr habt keinen Online-Shop, wo man sehen kann, was da ist. Ihr habt über 700 Räder vorrätig, viele Leute kommen hierher, haben ein gewisses Budget mit dabei. Was sollte man für ein gutes E-Bike ausgeben? 2,5 ist das Minimum, was? 2.500, haben wir schon Fahrräder gekauft, Markenräder. Markenräder, wo man eine vernünftige Bremse hat, vernünftige Schaltung, vernünftige Akku und Motor, wo man dann noch Spaß hat. Auch ein Markenmotor schon? Auch ein Markenmotor, genau. Was wäre das zum Beispiel? Yamaha oder halt Bosch Performance. Ja, geht. Also auch für 2,5 geht das im Fachhandel. Da fängt es an und dann alles dann drüber. Ja, noch einmal die Rufnummer? 0641 34393. Ja, vielen Dank, Johannes. Hast du irgendwas gesagt eigentlich jetzt schon? Ich habe den Akku rausgenommen. Stimmt, das war die ich Szene. Versucht und dann ich nicht ganz sicher. Ja, wir haben heute den ganzen Tag. Ich habe dich gewarnt, gesagt, komm, lass uns noch ein Video machen. Wir aber noch ein Video, das kriegen wir noch hin. Aber Track haben wir gemacht. Wir machen jetzt Track. Noch Kharkov. Ein Kharkov machen wir. Ein sehr, sehr schönes Kharkov. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.